Grüezi und hallo zu einer weiteren Sommer-Edition hier auf Books and Buddies. Wieder mit dem Buddy, mit Carmen. Und dem Books. Und dem Books. Dem Marco Rotter. Jawohl. Ja. Wir sind jawohl. Hier auf dem Greifensee, auf dem SUP, dem so Stand-Up-Paddling, ja. Und versuchen heute jetzt über den SUP zu sprechen, den Stapel ungelesener Bücher, weil das Video heißt SUP auf dem SUP. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Weil wir haben versucht, da das Video zu machen. Ja, ein bisschen und instabil, ne, Marco? Es war ein bisschen instabil. Nein, wir waren instabil. Ja, so ein bisschen. Eben, das Ganze war... Nein, wir waren instabil. Ja, wir waren instabil. Okay. Wenn ihr es verpasst habt, dann verlinke ich euch das Video hier oben. Jetzt holen wir nach, was wir das letzte Mal nicht gemacht haben. Und zwar sprechen wir tatsächlich noch über den SUP, über den Stapel ungelesener Bücher. Ja, Sicherheit geht vor. Ne? Ja, Carmen, gibt es bei dir zu Hause einen SUP? Ja, gibt es, nein, Marco. Einen SUP, meine ich. Den gibt es auch, Marco. Ja. Ich würde es mal so sagen, ich bin ja total jetzt vorbereitet, aber ich würde jetzt mal, es nimmt mich wirklich, es macht mich neugierig, wie groß dieser Stapel wäre, wenn man alles aufeinander stapeln würde. Ich finde das schön. Ich bin ja nicht so aus der Buchbranche, aber das deucht mich nach eine schöne... was? Ein schönes Bild. Ein Bild, genau, ja. Für den Stapel ungelesener Hast du denn eine Anzahl an Büchern ungefähr, damit man so weiß, wie viele Bücher dieser Stapel ungefähr beinhaltet? Ja, so 7, 8 Bücher. Wow! Ja, doch. 7, 8 Bücher? Für meine Ferien, die hatte ich erst letztens, habe ich ziemlich eingekauft, noch ein paar Hörbücher und davon ist noch ein bisschen was liegen geblieben. Tja, okay. Das könnte man abarbeiten. Ich mache es eben noch gerne so, ich kaufe mir gerne Hörbücher, die ich mir dann im Auto anhöre, weil ich doch ziemlich mich viel fortbewege mit dem Auto, so an meine Konzerte und ja. Dann habe ich so Zeit und so kann ich es auch gut. Ich höre mir das gerne an. Ich finde das wunderschön, wenn mir jemand ein Buch vorliest. Und wenn es der Autor oder die Autorin noch persönlich macht, dann finde ich das super. Weil ich dann, Hörbücher sind was Schönes. Da bekommt man wirklich das gesamte Spektrum mit. Ja. Ja, es wird ein bisschen tief es, aber das finde ich auch wunderschön bei uns in den Konzertlesungen, weil es da von der Quelle kommt. Kompliment an dich. Ja, danke. Danke. Nehme ich jetzt. Darf ich dich mal etwas fragen? Unkommentiert so an. Was brennt mich? Darf ich? Ja, sicher. Cool. Mich würde es nämlich noch interessieren. Du sagst, ich beschäftige mich stark mit Büchern und so und habe ja 30 auf einem Stapel. Ja. Wenn du über Bücher berichtest, liest du die alle ganz durch? Also bei denen ich Rezensionen, ja, genau, drehe, die lese ich tatsächlich ganz, wow, durch oder höre sie als Hörbuch. Da, du bist ein Schnellleser. Ja, es geht. Okay. Ich habe auch Bücher, die ich einfach so, wenn ich jetzt zum Beispiel Neuheiten, wobei ich mache nicht so Neuheitenvideos, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie für eine Challenge oder ein Tag Bücher wähle, die habe ich vielleicht noch nicht alle gelesen oder angelesen. Sachbücher lege ich nicht auf meinen SUP. Nee, ja, die verschwinden schnell, gell? Sachbücher, das ist ein Thema, das mich gerade interessiert, genau, und dann lese ich das auch die gerade. Aber bei Romanen ist es häufiger so, dass ich vielleicht mal in der Buchhandlung bin und finde, ah, das ist doch ein schönes Cover oder der Klappentext spricht mich an. Ich kaufe das Buch und dann lese ich es aber nicht sofort vielleicht. Und irgendwie nach ein paar Monaten oder vielleicht auch Jahre, ja, nehme ich es wieder in die Finger und lese es dann hoffentlich. Ich habe das auch, ich meine, ich finde Bücher etwas sehr Schönes, aber ich mache das nicht. Ich mache nicht, ich gehe nicht hin und kaufe mir ein Buch, weil es einen schönen Klappentext hat und dann steht es nur rum. Nee, weil dann werde ich dem Buch ja nicht gerecht. Also, ja. Ich möchte es dann schon lesen. Darum habe ich ja auch so wenig Bücher. Das möchte ich dann auch, ne? Ja. Ja. Ich kaufe es dann mehr, weil sonst vergesse ich vielleicht wieder, dass es das Buch gibt. Mhm.
Und es hat mich ja in diesem Moment gerade angesprochen, deshalb kaufe ich es. Ja. Aber habe vielleicht dann gerade noch ein Buch, wo ich dran bin, und dann, wenn ich es zu Ende gelesen habe, ziehe ich vielleicht doch ein anderes vor. Das ist so der übliche Ablauf. Aber aus diesem Grund habe ich zum Beispiel das Hirschkuh-Mirschkuh-Regal eingeführt. Ja, man mag darüber lachen, und es kommt auch gefühlt in jedem zweiten Video vor, das Hirschkuh-Mirschkuh-Regal. Ja, ist doch cool. Aber wir sind weit draußen. Wenn man das mal sieht, hier ist das Ufer. Ich habe das für dich gemacht jetzt hier. Toll! Wir sind mitten auf dem See. Ja. Gut, dass ich nicht schwimmen kann. Nein, Scherz. Scherz, chill jetzt, gell. Das Hirschkuh-Mirschkuh-Regal hat nämlich eine tolle Bedeutung, weil dort sind alle die Bücher drin, die ich gelesen habe und die mich begeistert haben. Und das ist so ein Erinnerungsregal an tolle Bücher. Und wenn ich selber Bücher schreibe, dann greife ich öfters mal nach so einem Buch, das vielleicht im ähnlichen Genre ist oder das ich toll gefunden habe oder mich inspiriert hat, blättere darin, rieche daran, und das, ja, das gibt irgendwie so, keine Ahnung, es ist toll, wenn man so denkt, ich schreibe was, und Ziel ist es, dass es auch in diesem Hirschkuh-Mirschkuh-Regal steht. Ich will auch in dein Hirschkuh-Mirschkuh-Regal. Ja, da musst du zuerst ein Buch schreiben, ne? Geht das nicht mit Musik auch? Nee, aber was mich interessieren würde, hast du einen Sack? Ein Stapel ungehörter CDs? Nee. Ein Sack? Nee, ein Sack. Was ist Sack? Eben, CD. Aha. Oder ein Saga, ein Sackt. Habt ihr zu Hause ein Sackt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Hört ihr überhaupt noch CDs? Schreibt das auch mal in die Kommentare. Genau. Das würde Carmen interessieren. Ja, genau. Bin ich die Einzige? Kann es sein. Dass ich noch einen CD-Player rumstehen habe und damit die alleinige Herrschaft über alle abspielbaren CDs bin? Carmen, die Person, die noch einen CD-Player hat. Deine CD ist tatsächlich die letzte CD, die ich gekauft habe. Ja, das war auch die letzte CD. Habe ich nicht mal, weil ich habe sie ja geschenkt bekommen von dir. Die hast du also auf deinen Stapel ungehörter CDs? Auf den Sackt. Nee, die habe ich gehört. Die habe ich wirklich gehört. Zu Hause habe ich noch einen CD-Player. Ja, cool. Aber den nutze ich nur selten. Nur für Hirschkuh-Mirschkuh-CDs. Genau. Ja. Das sage ich ja. Irgendwann komme ich in dieses Regal. Ja. Ich finde ja schon lange, Carmen sollte ein Buch schreiben. Weil mittlerweile hält sie ihr Foodie, nein, ihr Köpfchen. Boah. Auch so immer wieder in die Branche. Ich meine, sie ist an den Buchmessen vertreten. Sie ist hier auf meinem Kanal vertreten. Was will man mehr? Ich fahre dich auch rum. Ja, sie chauffiert mich auf dem Greifensee rum. Ich bin so ergreifend. Sie hat quasi schon den großen Zeh hat sie in der Buchbranche. Ich bin dafür wirklich, dass du mal ein Buch schreibst, weil du könntest das. Das große Zeh aus Carmen? Ein tolles Kinderbuch für Jüngere. Das wäre toll. Wenn ihr dafür seid, dass Carmen mal ein Buch schreibt, dann... Ja. Liked dieses Video, liked dieses Video. Oder noch besser, ich könnte eine Abstimmung machen. Seid ihr auch dafür, dass Carmen mal ein Buch schreibt? Dann stimmt hier oben ab. Vielleicht vergesse ich das dann auch wieder beim Schneiden. Lasst es mich irgendwie wissen. Ja, wir sind wieder am Ufer, das heißt, das war's mit dem Video. Ja, schön war's. Schön war's, vielen Dank. Gechillt. Ja, vielen Dank, dass ich mit dir über den Sub auf dem Sub mal sprechen konnte. Ich bedanke mich bei dir. Das war ein tolles Gespräch. Hatte eine gewisse Tiefe, vielleicht lag es auch am See. Das Seetiefe. Ist bei uns üblich. Wir haben lustige Videos, aber auch Videos mit Tiefe, meine Damen und Herren. Manchmal in einem Video wird es tief und geht wieder an die Oberfläche. Wenn ihr was noch zum Sub sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich mag es, mit euch zu diskutieren, zu sprechen, auszutauschen. Abonniert diesen Kanal, Books and Buddies. Books and Buddies. Macht die Klingel an, damit ihr nichts verpasst von diesem jungen,
Das sage ich eigentlich nie. Darum sage ich es. Sehr schön. Ich bin der Backer. Wir ergänzen uns. Ja, immer ja. Besser. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.